Moin, mein Name ist Nico der Profi und heute habe ich wieder ein weiteres Ark-Video für euch am Start. Und zwar zeige ich euch heute meine besten Base-Locations auf Valguero. Ich würde sagen, wir schnackeln gar nicht lange, sondern fliegen einfach mal ein bisschen rum. Ich bin jetzt ein bisschen, warum ist mein Petri so komisch? Ich bin jetzt ein bisschen über die Map geflogen und habe mir ein paar Locations angeguckt und habe einfach ein bisschen nach Aussehen für euch ausgesucht. Und da sollte eigentlich für jeden was dabei sein, von kleinem Tribe bis zu großem Tribe. Und im Prinzip sind wir auch schon bei der ersten Location. Und zwar sind wir auf der Karte an folgendem Ort. Das Ganze ist hier Small Island, das heißt das Ganze, glaube ich, wo wir spawnen können. Und zwar ist das dieser kleine Teil, diese kleine Inseln hier inmitten von diesem riesigen Fluss, der ja hier Valguero einfach durchzieht. Und zwar hat man eben hier zwei kleine Inseln, auf denen man dann wunderschön bauen kann. Und man hat eben das ganze Wasser um sich herum, das heißt die Wasserversorgung ist auf jeden Fall gesichert. Man kann von hier aus mit seinen Wasserdinos schön überall hinschwimmen und auch vor allem die wunderbare Unterwasserwelt erkunden, die es auf Valguero gibt. Und wenn man sich das hier alles wegklöppelt, dann bekommt man auf jeden Fall eine Fläche, auf der man bauen kann. Man muss natürlich gucken, wie man dann an Ressourcen rankommt. Aber sobald man ein AG hat, kann man dann auf jeden Fall auch rumfliegen und die Sachen eben einsammeln. Gerade wenn es um Metall und so weiter geht, macht man das ja in der Regel sowieso damit. Wir zumindest. Und auf der anderen Insel habt ihr eben auch nochmal Platz und könnt hier ordentlich was wegklöppeln, damit ihr eben hier schön bauen könnt. Und auf der einen Seite hier vorne habt ihr sogar noch ein Stück von einer Ruine und ein Bienennest mit dabei, was halt auch mega nice ist, weil ihr dann einfach schon Honig bekommen könnt. Und die Ruine könnt ihr einfach auch mit einbauen in die Base. Ist auf jeden Fall mega nice, dass es die hier gibt. Und wie gesagt, ihr habt einfach eine super Wasseranbindung, weil um euch herum einfach Wasser ist. Ihr braucht natürlich erstmal irgendwie ein Floß oder ein Flugdino, damit ihr generell hier rüberkommen könnt. Tamen ist natürlich auf der Insel ein bisschen schwierig. Das heißt, ihr müsstet eure Tames auch immer wieder rüberbekommen. Könnte ich mir auf Dauer ein bisschen nervig vorstellen, aber ist an sich ein richtig geiler Ort. Könnt ihr mir vorstellen, hier ein kleiner Tribe, dass der sich hier ausbreitet. Und man muss auch sagen, wenn ihr hier züchten wollt, ist der Platz wahrscheinlich nicht genug. Das heißt, ihr müsstet dann schon irgendwie hier ans Flussufer ausweichen, damit ihr genug Platz einfach auch habt. Das ist auf jeden Fall der erste Baseboard. Ist jetzt spontan mit ins Video reingekommen, weil ich ihn gerade einfach gesehen habe, als ich hier gespawnt bin und dachte, nice, daraus kann man doch bestimmt was machen und ich bin mir ziemlich sicher, dass man daraus was Cooles machen kann. Ihr könntet sogar zum Beispiel die beiden Inseln hier verbinden mit einer Brücke, was auch bestimmt mega, mega nice kommt. Und was ich gerade immer sehe, hier vorne müsste der Redwood sein. Das heißt, ihr kommt dann auch schnell an Harz dran, was auch sehr, sehr wichtig ist. Vor allem später fürs Kibble. Und vor allem habt ihr dann hier einfach noch ein bisschen mehr Platz zum Brüten und das ist gar nicht so weit weg. Das heißt, ihr könntet hier, sehe ich gerade, einfach auch nochmal eine Brücke rüberbauen. Und dann könnt ihr hier euch einfach weiter ausbreiten und züchten. Also doch gar nicht so schlecht wie eben angenommen. Sieht man doch noch ein bisschen was. Also auf jeden Fall mega, mega nice hier. Kommen wir einmal zu dem nächsten Ort. Und zwar sieht das auf der Karte einmal wie folgt aus. Ich drehe mal die Karte ein bisschen ins Licht. Dann sieht man es auch besser. Wir sind hier also wieder am Wasser direkt. Genau wie eben auch schon. Sind gar nicht so weit weg von den kleinen Inseln, bei denen wir eben waren. Das Ganze heißt hier The Valley. Und das ist tatsächlich auch ein Tal, das sich hier durchzieht. Ich glaube, man kann mit Beach, als das wird lügen, irgendwas mit Beach kann man hier spawnen auf jeden Fall direkt da unten. Und das Coole hier ist einfach, dass hier eine übel lange Fläche habt zum Bauen, die ist schön eben. Das heißt, hier kann man auf jeden Fall auch ein größeres Projekt starten. Keine Ahnung, vielleicht eine kleine Stadt auf einem Server, irgendwie sowas. Da werdet ihr auf jeden Fall genügend Platz haben, auch zum Züchten. Wasseranbindung ist, wie gesagt, da hier vorne. Das heißt, ihr habt hier auf jeden Fall keine Probleme, Wasser zu bekommen, beziehungsweise auch euer Gewächshaus zu bewässern. Außerdem könnt ihr hier einen geilen Hafen hinbauen, damit ihr eure Dinos hier parken könnt, die ihr fürs Wasser habt. Ihr könnt hier eure Flosse hinsetzen. Ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass einfach auf Valguero die Flosse ein bisschen mehr genutzt werden. Vielleicht die Schiffsmod ein bisschen mit einbauen. Das kann richtig, richtig nice werden. Einfach weil dieser Fluss bzw. See, was auch immer das hier ist, mega groß ist und ich glaube, da kann man richtig cool rumreisen. Auf jeden Fall eine mega große Baufläche, kann ich mir vorstellen. Für größere Tribes, für Serverprojekte ist es auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut geeignet, weil es einfach riesig ist. Weiterer Vorteil hier oben, wir sind hier in der Nähe vom Schneebiom und das heißt, hier verirrt sich auch mal das ein oder andere Mammut eben hin. Hier unten haben wir schon drei Stück, das heißt, die bekommt ihr dann eben auch schnell und das sogar ohne, dass ihr irgendwie eine Pelzrüstung braucht. Das heißt, da seid ihr also gut aufgestellt, wenn ihr schnell Holz farmen wollt.
Kommen wir zum nächsten Ort und zwar ist das einmal auf der Karte hier. Man sieht es noch, die Rumsbirne ist nicht im Weg. Und zwar ist das diese wunderschöne Burg, die eigentlich auch in jedem Base Location Guide mit drin ist. Sehr, sehr schön das Ganze. Wir haben jetzt hier schon in der Nachbarschaft einen Alpha Kano, juckt uns aber an der Stelle erstmal nicht. Wir gehen das Ganze einmal ein bisschen ab. Wir haben hier vorne den wunderschönen Eingang und fliegen einfach mal ein bisschen durch. Hier ist schön viel Platz, um Dinos abzustellen. Zumindest schon mal die kleineren. Ein Rex sollte hier auf jeden Fall auch noch reinpassen. Wir können dann einmal hier durchfliegen und haben dann wieder einen Zugang in den Innenhof sozusagen. Da kann man auch noch einige Dinos abstellen und auch bauen, wenn man möchte. Außerdem haben wir eben von hier oben auch so ein bisschen Ausblick. Also wir haben jetzt hier halt Redwood, was nicht so wunderschön ist. Und wenn wir uns umdrehen, können wir einmal nochmal hier lang fliegen. Hier geht es also auch nochmal hoch. Kann man auch weiter Dinos abstellen. Könnte ich mir nice vorstellen, hier ein paar Agis zum Beispiel zu parken. Da sollten ja einige hinpassen. Oder das, was ihr halt eben sowieso braucht. Ansonsten geht es hier, wie gesagt, einmal rein in die gute Stube. Und hier hinten haben wir so eine Tür, beziehungsweise ein Tor, was eben eingedrückt ist durch Steine. Und wir haben hier eine wunderschöne Fläche, auf der man auch wieder bauen kann. Oder einfach nur Fundamente hinknallt, damit man so seine Gerätschaften, die man so braucht, hier hinstellen kann, weil wirklich ein Haus reinbauen müsste man nicht. Kann man sich überlegen, ob man das Ganze zumachen will oder nicht. Ist auf jeden Fall schon mal eine sehr einsteigerfreundliche Base, würde ich sagen, weil man muss nicht so viel selber bauen. Beziehungsweise halt für die Leute ist es cool, die keinen Bock haben, selber zu bauen. Können sich einfach hier so ein bisschen niederlassen und haben einfach schon eine sehr, sehr coole Base. Weiterer Vorteil, wenn wir jetzt hier mal an der Burgmauer lang laufen bzw. lang fliegen. Wir haben hier einen Wasserzugang, das heißt, die Wasserversorgung ist auf jeden Fall in diesem Falle auch gesichert. Man kann sein Gewächshaus hier wunderbar bewässern. Wir haben hier unten nochmal ein Kano. Megatheriums laufen hier auch rum, was auch eine gute Sache ist. Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Dino, wie ich finde. Und ihr könnt zu dieser Wasserversorgung eben auch kommen, indem ihr einfach hier durchkommt, durch diesen Torbogen sozusagen. Und ja, dann steht der Base hier auf jeden Fall nichts im Wege. Der Platz könnte natürlich hier ein bisschen knapp werden. Dann müsst ihr einfach ein bisschen expandieren, wenn ihr züchten wollt. Wenn ihr einfach größere Gehege braucht oder. Da gibt es hier auf jeden Fall reichlich Möglichkeiten. Ich habe vorhin schon gesehen, ihr könntet theoretisch hier auch noch auf den Berg hoch oder eben einfach vor der Burg das Ganze machen und das Ganze noch so ein bisschen erweitern. Auf jeden Fall auch eine richtig, richtig coole Base Location, wie ich finde. Ich muss tatsächlich nochmal kurz hier innehalten beziehungsweise, ja, euch das einfach nochmal zeigen. Ich fliege jetzt hier wieder über die Map einfach, um zur nächsten Location zu kommen. Und das hier ist einfach auch schon wieder der absolute Hammer, dieses Wasserbecken einfach hier. Ich gucke gerade mal, ob man hier irgendwie was Geiles draus machen kann. Kann man bestimmt, es sind jetzt hier nicht so die Superflächen da, um zu bauen. Hier vielleicht auf der Seite ein bisschen, hier oben so ein bisschen, da müsste man auf jeden Fall kreativ werden. Könnte man über zwei Ebenen machen. Das ist auf jeden Fall auch ein mega nicer Spot. Ich zeige euch das mal eben kurz auf der Karte für die Leute, die jetzt irgendwie denken, hey, mega, ich muss hier bauen, hier einmal auf der Karte. Könnte ich mir jetzt auch gut vorstellen. Eher wieder für eine kleinere Base, was Wasserversorgung ist da. Gewächshaus kein Problem. Züchten könnte ein bisschen schwierig werden, wobei ich sehe, dass man hier, glaube ich, runterkommt irgendwo oder hier hochkommt. Muss man also ein bisschen gehen. Aber man kann das Ganze hier auf jeden Fall einrichten. Und ich glaube, das geht hier sogar mit einem Wasserfall runter mit mehreren. Die Map ist einfach komplett wahnsinnig, was der Nils hier auf die Beine gestellt hat. Beziehungsweise wie durchdacht das Ganze einfach ist. Hammer. Kompletter Wahnsinn. Aber kommen wir zu dem eigentlichen Ort, den ich euch zeigen wollte. Und zwar sieht das auf der Karte einmal wie folgt aus. Wenn ich sie nicht immer wieder wegdrücken würde. Wir sind hier oben einmal. Bei ungefähr 30, 70 ist auch ein schön markanter Ort. Das sieht man auf jeden Fall dann, wenn man da ist auf der Karte auch. Und zwar sieht das Ganze hier wie folgt aus. Wir haben hier wieder einen großen See. Was ist denn da? Ist da gerade ein Rex? Ja, ist gerade ein Rex im Wasser. Da ist gerade ein Rex. Der macht gerade Freischwimmer auf jeden Fall. Haben wir hier wieder sehr, sehr viel Wasser, was mega nice ist. Wasserverbindung ist da. Gewächshaus. Kein Problem. Und wir haben hier in der Mitte einmal diese wunderschöne Insel, die ich auch wieder mega, mega nice finde. Da kann man auf jeden Fall wieder was Cooles drauf bauen und könnte theoretisch auch wieder die ganzen Sachen mit Brücken verbinden, sodass man da hinten auch auf jeden Fall runterkommt. Vielleicht sogar hier zu allen Seiten. Weil hier drauf wird man ja irgendwie nur ein Haus hinbekommen, eventuell Gewächshaus. Ja, vielleicht auch ein Gehege oder sowas. Aber Zucht wird dann hier schon ein bisschen schwieriger. Das heißt, man müsste auf jeden Fall auch wieder zu den Seiten ein bisschen expandieren und das mit einbeziehen. Was auf jeden Fall auch mega cool ist, wenn man das mal so ein bisschen verteilt hat und nicht immer nur so komprimiert auf einem Fleck alles ballert. Sieht dann einfach ein bisschen geiler aus, finde ich. Und dafür sind hier auf jeden Fall die Möglichkeiten gegeben. Und ihr müsstet auch relativ nah am grünen Ark sein. Also klar ist der jetzt noch weit weg, aber das sollte schnell gehen dann für die Bossfights auf jeden Fall. Ihr könnt hier auch einfach noch am Wasserfall bauen, wenn ihr da Bock drauf habt. Irgendwie züchten, keine Ahnung was. Auf sich
Aussichtsplattform, was auch immer. Und was halt eben auch mega nice ist, ihr könnt einfach hier unten euch auch wieder so eine Art Hafen bauen, da eure Wasserdinos abstellen, Floß wieder hinstellen, damit ihr, wie gesagt, dieses Wassersystem mit nutzen könnt. Einfach mal die Unterwasserwelt auch ausprobieren und erkunden. Einfach mega schön hier mit dem Wasserfall. Zwar ein bisschen laut, aber ihr könnt hier auf jeden Fall was machen und ihr kommt hier sogar über den Weg, der jetzt hier rechts ist, den ich ein bisschen verdecke mit meinem Hut. Da kommt ihr sogar auch hoch bzw. auch runter. Also auf jeden Fall eine gute Sache. Finde ich auch mega, mega nice den Ort. Kommen wir einmal zu dem nächsten Ort und zwar befinden wir uns auf der Karte einmal hier. Auch wieder ein markanter Ort. Man sieht hier noch die Wasserfälle eingezeichnet. Wir hier unten auch einfach schon den Sumpf haben, was auch ein Vorteil sein kann. Für Dinge, die man später vielleicht braucht. Auf jeden Fall haben wir hier einmal wieder so Ruinen mit ein paar Brücken, also Brückenruinen auch so genannt. Kann man wieder schön in seine Base auf jeden Fall einbinden, wenn man da Bock drauf hat. Wir haben wie so häufig in dieser Liste einfach einen riesigen See in der Mitte. Gibt es mega viele Locations von auf Valguero. Feiere ich einfach extrem. Ihr habt auf jeden Fall außerhalb, ja, am Rand, am Ufer die Möglichkeit, euch auszubreiten. Ihr könnt den Baum hier wegmachen. Habt einfach eine schöne Fläche, auf der ihr bauen könnt. Keine Ahnung, vielleicht mal einen Turm. Ich weiß es nicht. Man könnte hier auch wieder so eine Art Stadtprojekt starten auf den Servern dann. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ihr habt auf jeden Fall eine Menge Platz hier an den Seiten. Könnt euch hier gut ausbreiten. Gewächshaus steht easy. Wasserversorgung steht auch ebenfalls dann easy und wie gesagt einfach an den Seiten ausbreiten. Und was besonders cool an diesem Ort ist, zeige ich euch nochmal. Die Landschaft ist ja generell mega bei Ark Valguero und wir können jetzt mal hier den Fluss hochfliegen, der hier mit so kleinen Wasserfällen immer weiter runter geht und dann letzten Endes in unserem See mündet und wir fliegen einfach mal so ein Stückchen hoch. Also es ist mega nice, sieht das Ganze hier aus. Und dann kommen wir hier zu einer weiteren Ruine, die auch mega cool ist. Und wir kommen einmal hier zu dieser Brücke mit diesen vier unglaublichen Wasserfällen. Mega nice. Und das sieht so ein bisschen aus wie die Stelle im Trailer, wo die Frau, glaube ich, den Deinonychus auf jemanden hetzt, damit er stirbt. Mega cool. Weiß ich nicht. Kann man bauen? Muss man nicht. Kann man einfach so lassen. Mega schön einfach. Und wir fliegen einfach nochmal ein Stück höher, denn es gibt noch zwei coole Sachen an dieser Location hier. Denn ihr habt einfach zwei Sachen noch in der Nähe. Zum einen ist es einmal diese Burg, beziehungsweise eine Festung ist das eher. Wir gucken uns das einfach mal ein bisschen an. Also auch mega nice. Wieder einfach eine Ruine. Ich habe irgendwie auch schon gehört, könnte eventuell ein Eingang zu einer Höhle drin sein. Das Ganze ist dann auch noch hier verbunden wieder mit einer Brücke. Das heißt, ihr habt einfach auch richtig, richtig schöne Natur in der Nähe. Und der eigentliche Punkt, auf den ich noch hinaus möchte, ist folgender. Wenn wir nämlich ein bisschen weiter fliegen und wir gucken nochmal kurz auf die Karte, wo wir uns jetzt befinden und wo die Base ist. Also die Base ist da bei den kleinen zwei Wasserfällen. Quasi genau das Wassergebiet, wo ich gerade mit der Spitze meines Spielerpunktes rauf zeige. Und hier unten geht das rein mit einem Wasserfall. Und was hier unten ist, das ist quasi der Eingang zur Aberration Zone. Was halt eine coole Sache ist, ist also ganz in der Nähe bei euch. Und klar bekommt ihr nicht unbedingt die Tiere hier wieder durch hoch. Aber der Ausgang, der zu Fuß zu erreichen ist, ist auch nicht so weit von eurer Base weg. Also mega, mega cool. Und vor allem mit der Map Extension. Lassen Sie mich bitte fliegen. Ja, ich bin zu nah jetzt hier am Wasser und zu nah an den Dingen. Ist egal. Auf jeden Fall mit der Map Extension kommen auch neue Dinos ins Spiel, die ihr da unten auf jeden Fall auch zähmen könnt. Deswegen ist das doch schon mal eine feine Sache, da in der Nähe zu sein. So, kommen wir einmal zur nächsten Location. Wieder ein markanter Ort auf der Karte. Findet man also auch wieder leicht. Ich bin ja kein Fan von diesen GPS-Geschichten, weil ganz ehrlich, ihr könnt das hier auch ablesen. Ich suche euch das ja immer ran. Und nie, ich habe noch nie jemanden gesehen, der mit seinem GPS durch die Gegend gelaufen ist, um eine Base zu finden. Auf jeden Fall sind wir hier auf der Karte, habe ich euch ja gezeigt. Wir sind hier beim Beaver Lake. Und ich glaube, wir müssen gleich mal ein bisschen die Nacht überspringen, damit es nicht zu dunkel wird. Wir haben hier, wie so häufig, einfach eine unglaubliche Wasserfläche. Das heißt, Gewächshaus, check. Wasserversorgung, check. Und vor allem haben wir hier wieder sehr, sehr viel Fläche zum Bauen, was mega cool ist. Ist ja sehr, sehr wichtig, kann ich mir auch wieder vorstellen. Also hier könnte man auf jeden Fall auch wieder größere Projekte machen. Das Ganze kann man hier wieder über mehrere Ebenen ziehen und ich glaube, wir machen mal ganz kurz, dass es wieder Tag wird. So, wir haben wieder Tag. Also, man kann das Ganze hier über mehrere Ebenen auch aufziehen, weil wir haben einmal diese Fläche hier unten am Wasser. Übrigens, was mir gerade einfällt, Beaver Lake heißt es. Beaver, ja, Beaver Lake heißt das Ganze hier. Das heißt, hier sind auf jeden Fall auch Beaver. Also, ne, das heißt nicht ohne Grund so. Ich habe ja auch schon welche gesehen. Holzversorgung top, Zementversorgung top, Beaver top. Könntet ihr also auch theoretisch zähmen, um Holz zu farmen. Auf jeden Fall, wir gucken uns mal an. Hier eben wunderschön über zwei Ebenen und ganz, ganz großer Pluspunkt. Der grüne Freund ist direkt um die Ecke. Das
das heißt für Bossfights, Hochladen von Dinos, von Charakteren und so weiter, geht hier auf jeden Fall dann schnell. Und wenn ihr einen Bossfight machen wollt, wie gesagt, auch super schnell. Hier haben wir schon so einen Biberdamm und wir haben hier nochmal einen Wasserfall, beziehungsweise zwei Stück, die dann auch hier runtergehen. Und das Schöne ist, ihr könnt hier auch wieder dann, ihr habt hier auch wieder eine schöne Anbindung an den riesigen See und könnt hier einfach auch an der Seite hoch und runter laufen. Wir fliegen das nochmal einmal ganz, ganz kurz ab. Könntet also da auch wieder eure Wasserdinos parken, einen Hafen bauen, Floß bauen, mit der Schiffmod, wie gesagt, komplett ausrasten und euch da die riesigen Caravansmänner hinstellen. Ein großer Pluspunkt hier an dieser Base sind Mammuts. Wir sind hier überhaupt nicht im Schneebiom, nicht mal annähernd. Und trotzdem sind hier Mammuts, das heißt, die könnt ihr euch auf jeden Fall auch früh wieder ziehen. Ähnlich wie beim Valley schon, was mega praktisch ist, weil auch wenn der Biber den besten Wert auf Holz hat, das Mammut macht meiner Meinung nach die Arbeit besser. Kommen wir einmal zum letzten Ort und zwar ist das dieser hier auf der Karte. Befinden wir uns einmal hier unten, man sieht es wunderschön, auch wahrscheinlich wieder herangezoomt. Und wenn wir uns mal umdrehen und mal ein bisschen den Blick schweifen lassen, dann ist das auf jeden Fall der Ort mit der besten, der heftigsten, der krassesten Aussicht hier auf Valguero auf jeden Fall. Mega nice, ich finde das mega cool, dass es jetzt so rüberragt, einfach dieser Hang. Hier sind sehr, sehr schöne ebene Flächen, auf denen man bauen kann. Man muss sich das Ganze natürlich gut absichern, weil es ist einfach so viel offen. Man hat jetzt hier nicht so viel Wände, die man unbedingt nutzen könnte als natürlichen Schutz. Das heißt, man muss sich hier schon einen guten Kasten bauen. Hier hinten sind vielleicht noch ein paar, die man nutzen könnte. Auf jeden Fall seid ihr hier einfach an einem der höchsten Punkte auf Valguero und habt somit den besten Überblick. Allerdings ist der Ort auch relativ schwer zu erreichen. Ihr braucht entweder ein Flugdino oder ihr müsst das Ganze eben zu Fuß mit Dinos machen. Da gibt es auf jeden Fall auch einen Weg hoch. Muss man allerdings erstmal finden und dann muss man den ganzen Weg auch noch überleben. Und wenn ihr eben an Ressourcen rankommen wollt, braucht ihr auf jeden Fall etwas, das fliegen kann. Die Wasserversorgung wäre hier auf jeden Fall gesichert, weil ihr einfach hier diesen Fluss nebenan habt und euch dann wieder Rohre ziehen könnt. Ihr könnt hier euer Gewächshaus hinbauen. Ihr habt auf jeden Fall genug Platz zum Züchten. Ich könnte mir hier auch vorstellen, auf einem Server einfach eine große Stadt hinzusetzen. So ein schönes Community-Projekt, wie gesagt. Mega, mega nicer Ort. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der wirklich einfach so praktisch ist. Er hat auf jeden Fall die beste Aussicht. Man muss sich überlegen, ob man Abstriche machen möchte, weil man muss definitiv ordentlich weit fliegen, damit man eben Rohstoffe ranbekommt. Und das muss man eben wissen, ob es das einem wert ist. Ich bin auch noch am Überlegen, ob wir hier bauen sollen oder nicht, weil der Ort einfach so mega nice ist. Ihr habt hier, wie gesagt, einfach riesige Flächen, auf denen ihr schön bauen könnt. Ihr habt einfach unbegrenzte Möglichkeiten fast. Müsst natürlich ein bisschen aufpassen, dass euch jetzt hier kein Alu wegflext, der jetzt hier auch schon hinten irgendwo rumgelaufen ist. Hier haben wir ein paar Raptoren, Deinonychus laufen ja auch irgendwo unten weiter rum. Da seid ihr auf jeden Fall an dem Ort mit der besten Aussicht. Den Redwood haben wir auch direkt nebenan, was auch gut ist. Wie gesagt, Megatheriums. Harz ist gut. Honig müsstet ihr da auch bekommen. So schlecht auf jeden Fall nicht. Wobei, Holz bekommt ihr da drin ja auch. Ihr müsstet eventuell für Metall ein bisschen weiter fliegen, um dann alles am Start zu haben. Wie gesagt, einfach der Ort mit der krassesten Aussicht. Mega, mega Ort, aber wie gesagt, bin noch ein bisschen zielgespalten, wie praktisch der tatsächlich ist, auch gerade wenn es darum geht, irgendwie mit den Dinos mal irgendwo hinzukommen. So, das war es auf jeden Fall mit meinen Top Base Locations für Ark Valguero. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welchen Ort ihr am besten findet, wo ihr baut. Bestimmt habt ihr auch ganz andere Orte als ich. Ich habe schon ein Video gesehen, wo jemand einfach 80 Orte vorgeschlagen hat, an denen man wirklich bauen kann. Valguero bietet da einfach unglaublich viel. Es ist eine unglaubliche Masse, die uns da geboten wird. Und ich habe, wie gesagt, selten so eine komplette Karte gefunden. Ich bin extrem begeistert von der Map. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn du mehr sehen möchtest, es gibt schon viele Videos zu Ark, viele Guides, viele Tutorials, dann kannst du auf jeden Fall ein Abo da lassen. Dann würde ich mich drüber freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.